Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von Olfert & Co. In diesem Video möchten wir euch einmal die wunderschöne Union Glashütte Belisar Chrono in der Variante Sachsen Classic 2021 präsentieren. Hierbei handelt es sich um eine sehr beliebte Limited Edition in blauer Ausführung. Wirklich schöner Chronograph aus dem Hause Union. Darüber freuen wir uns natürlich sehr, dass wir noch die Möglichkeit haben, euch dieses Modell zu präsentieren. Ich würde sagen, wir schnacken nicht lang rum, schauen uns das Modell mal gemeinsam im Detail an und dabei wünschen wir euch natürlich ganz viel Spaß. Solltet ihr uns weiterhin bei den Videos unterstützen, dann würden wir uns natürlich über ein Like freuen und wenn ihr unseren Kanal abonniert. Aber jetzt würde ich sagen, schauen wir erstmal die Details der Uhr an. Viel Spaß! So, vor uns sehen wir nun also die wunderschöne und extrem hochwertige Verpackung der Union Glashütte Belisar. Man kann es schon erahnen, hier aus schönem Holz gefertigt. Richtig schön abgesetzt. Oben der Union Glashütte Schriftzug. Das Ganze hier in einer Art Kunstleder behaftet. Und vorne natürlich dann auch nochmal der Mechanismus, um das Ganze zu öffnen. Also wirklich eine der hochwertigsten Boxen, die ich so kenne. Und gerade in dem Preisbereich absolut schön. Da können sich auch manche andere Hersteller mal eine Scheibe von abschneiden. Aber wichtig ist natürlich, was sich darin verbirgt und dann schauen wir mal gemeinsam rein. Und auf der rechten Seite befindet sich bereits die schöne Sachsen Classic. Gucken wir uns nochmal die Box an. Auf der Oberseite haben wir dann nochmal das Union Glashütte Logo bzw. Schriftzug. Und hier auf der linken Seite befindet sich dann ein verstecktes Fach für die Dokumentation. Für das Limited Edition Zertifikat, was wir hier haben, auch nochmal schön das Ganze dargestellt mit den technischen Daten zur Uhr, der Limitierungsnummer etc. Und hier sehen wir auch schon, das Modell ist auf lediglich 350 Exemplare limitiert. Das ist natürlich nahezu nichts, aber wir schauen uns die Uhr jetzt mal gemeinsam an und schauen uns die Details an, die die Uhr so mit sich bringt. So, und vor uns haben wir nun endlich die Union Glashütte Belisar Sachsen Classic 2021. Ein extrem schönes Modell. Wir lassen es erstmal auf uns wirken. Also was fällt uns auf? Das Modell ist hier in Blau gehalten. Das ist so die Hauptfarbe, die sich hier uns vorstellt. Das heißt, wir haben ein blaues Ziffernblatt mit angedeutetem Racing-Messskala. Außen herum in Schwarz und Weiß. Ansonsten, wie gesagt, alles wirklich in Blau gehalten. Wir haben hier ein wunderschönes, feines Lederarmband montiert, blaues Zifferblatt und alles wirklich in bekannter Union Glashütte Qualität. Da weiß man wirklich die Qualität zu schätzen und das ist absolut eine schöne Sache. Wir haben hier ein klassisches Belisar Gehäuse, sprich ein 44 mm Durchmesser. Wir schauen uns das Ganze gleich natürlich auch noch mal am Handgelenk an, damit ihr sehen könnt, wie das Ganze so gemeinsam wirkt. Ansonsten einfach schön gemacht. Wir haben hier die sogenannte, ja, ich nenne sie einfach mal Zwiebelkrone auf der rechten Seite. Die bekannten Drücker, weil es sich ja wie gesagt hier um einen Chronographen handelt, sprich auf 2 sowie auf 4 Uhr. Damit lassen sich dann natürlich die Zeiten stoppen, wie es sich für einen Racing-Chrono bzw. eines Chronos, der extra für eine Rennserie, was die Sachsen Classic natürlich ist, gemacht ist, gehört. Und hier auf der linken Seite, sprich auf 10 Uhr, ich hoffe, man kann es gut erkennen, haben wir nochmal den separaten Drücker, um das Datum zu verstellen. Wird natürlich mitgeliefert. Und alles in allem wirklich eines der stimmigsten Modelle, was ich so in den letzten Tagen bzw. Monaten von Union gesehen habe, gefällt mir persönlich gut. Aber das ist letztendlich natürlich auch absolute Geschmackssache. Wie gesagt, 44 mm Gehäuse, komplett aus Edelstahl gefertigt. Auf der Vorderseite haben wir selbstverständlich auch Saphirglas verbaut, um entsprechend Kratzern vorzubeugen. Das Ganze funktioniert bekanntlich sehr gut und so soll es natürlich auch sein. Wie bei der Belisar üblich haben wir hier auf den
Seiten die Flanken aufgeschraubt. Ich hoffe, man kann es auch erkennen. Das heißt, sollten die mal verkratzt sein oder ähnliches, lassen sich diese auch wechseln. Auch ein sehr schöner Akzent. Das auf beiden Seiten des Modells. Die Uhr ist bis zu 100 Meter wasserdicht, damit auch für Wassersport geeignet. Natürlich nicht mit dem Lederband, davon würde ich jetzt eher abraten. Aber wir schauen uns den Rest natürlich auch nochmal an und hauchen dem Modell noch ein bisschen Leben ein. Die Krone ist nicht verschraubt, heißt die Wasserdichtigkeit schafft die Uhr auch so mit den entsprechenden Dichtungen. Durch einen Druck auf den oberen Drücker können wir die Chronographenfunktion aktivieren und auch entsprechend wieder stoppen und mit einem Druck auf den unteren Drücker zurücksetzen. Das funktioniert tadellos. Jetzt schauen wir uns auch nochmal den Gehäuseboden an, der hat es natürlich verdient. Schön veredelt von der Firma Union. Hier haben wir unten auch nochmal die Limitierungsnummer eingraviert. Das habe ich jetzt einmal verdeckt. Wie gesagt, 350 Stück gibt es von diesem Modell weltweit. Die meisten tatsächlich auch schon ausverkauft. Aber nichtsdestotrotz möchten wir euch natürlich die Möglichkeit geben, euch das Modell einmal anzuschauen. Die Belisar gibt es ja auch in verschiedensten Ausführungen und wird es auch weiterhin geben. Ein super beliebtes Modell. Also lohnt sich immer, das Modell mal im Detail anzuschauen. Es ist einfach zeitlos, präzise und schön. Preislich liegen wir hier bei dem Modell bei 2680 Euro. Absolut fairer Preis. Verbaut ist das Uhrwerk UNG 2701, basierend auf einem ETA-Kaliber mit 60 Stunden Gangreserve und 28.800 Halbschwingungen. Also absolut stattliche Werte, die sich da ergeben und das weiß man zu schätzen. In dem Zuge würde ich sagen, schauen wir uns einfach auch mal die Gehäusemaße an, von denen ich eben sprach. Da kommen wir jetzt handgemessen auf einen Durchmesser von 43,7. Eine mittig gemessene Gehäusehöhe von 15,1 mm bzw. 15,0. Und der Hornabstand, also Lug to Lug, liegt bei 52,6 mm. Also wirklich angenehme Abmessungen, aber das schauen wir uns gleich auch nochmal am Handgelenk an. In dem Zuge würde ich sagen, schauen wir uns einfach die Leuchtmasse des Modells an. Und da sehen wir hier die lumineszierenden Zeiger, sprich Stunde und Minute. Darüber hinaus haben wir tatsächlich keine Lumineszenz aufgebracht. Aber um die Zeit abzulesen, ist es natürlich absolut ausreichend. So, zu guter Letzt schauen wir uns nochmal das Gewicht der Uhr an und da kommen wir auf lediglich 124,22 Gramm für die Dimension der Uhr. Absolut top. So, und zu guter Letzt habe ich das Modell jetzt auch nochmal für euch hier am Handgelenk. Ihr seht es hier, das ist ein Handgelenk von 18 bis 18,5 cm im Umfang und ich finde die Optik einfach nur Hammer. Man kann sofort auf ersten Blick erkennen, dass sich hierbei um einen sportlichen Chronographen handelt, der Richtung Rennsport geht, beziehungsweise einfach so diese Affinität dazu hat und gleichzeitig aber auch das Klassische, das Zeitlose, wie es auch die Sachsen Classic ja immer wieder beweist, einfach eine tolle Rallye. Also wer mal die Möglichkeit hat, sich das anzuschauen, nehmt diese Möglichkeit auf jeden Fall wahr. Es ist ein tolles Ereignis, hierzu die tolle Uhr. Also da kann man wirklich bedenkenlos zuschlagen, wenn man denn die Möglichkeit hat, noch eine zu bekommen. So, und damit sind wir jetzt nun auch schon wieder leider am Ende von unserem Video zu der Union Glashütte Belisar Chronograph Sachsen Classic. Wir hoffen natürlich, die Uhr und das Video haben euch gefallen. Wie gesagt, wenn ihr uns weiter unterstützen möchtet und euch die Videos gefallen oder irgendwelche Vorschläge habt, dann lasst uns bitte einfach in den Kommentaren wissen. Subscriben, liken etc. Ihr wisst Bescheid. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Macht's gut. Ciao.